Ja, ich wollte was Holz sammeln, Steine sammeln etc. Und was ist passiert? Es gibt einen Angriff. Da kommen sie von dort. Da müssen wir jetzt mal gucken, wie wir damit klarkommen. Wir haben ja hier unsere Tür zwar, aber ob das jetzt so ist, dann werden wir sehen, ob die da Halt machen. Weiß auch nicht, ob die das kaputt kloppen oder sowas. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt hier irgendwie. Was ist hier ein Dungeon oder was? Sieht ganz danach aus, oder? Tatsächlich. Aber Hölle der sanften Hügel ist ja das gleiche, wie wir hatten, oder? So, jetzt müssen wir nur gucken. Oh, die marschieren alle da hinten rum, wa? Kann das sein? Ja, dann bringt ja total was mit dem Zaun dann. Oder? Okay, die hauen den Zaun dann ein. Das heißt, wir müssten hier irgendwo eine Position haben, wo wir dann einen Turm haben. Dass man da, ne? Kann ich den so treffen? Ne. Okay, das bedeutet, wir müssten zusehen, dass wir da ja dann die Möglichkeit haben, ne? Ist hier oben auch einer? Okay, komm, wir machen das Tor auf. Macht ja anders keinen Sinn. Wer ist der Typ hier? Okay, wo kam der denn jetzt weg? Und die Doofen sitzen hier rechts und die hauen immer noch dagegen, ne? Ah, die flüchten schon, okay. Außer die da, die haben es noch nicht gemerkt. Okay, was gibt's? Ne, Goldmünzen und mittelgroße Palseelen gab's, okay. Nichts Besonderes, aber das bringt uns ja jetzt hier nicht ganz so weit, ne? Hey, was ist los mit dir? Bist du tot? Shit. Ihr seid schuld. Ihr, da hinten. Du schießt nicht mehr. Vielleicht sollten wir hier nochmal aufräumen, aber ich glaube, die respawnen ja sowieso, oder? Okay, dann können wir den schon mal freilassen. Und hier ist auch gar keiner mehr, ne? Joltok Christ, haben wir jetzt zwei. Hier ist aber keiner, ne? Ja, dann kommen wir wieder zurück. Leider ist es dann so, dass wir den einen oder anderen verloren haben, leider. Ich weiß jetzt gar nicht, wie wir hier aufheben können, weil dann würde ich gerade hier noch was abbauen. Das heißt, wir müssen irgendwie eine bessere Verteidigungsanlage machen, weil so funktioniert es nicht. Lass uns mal gerade hier schauen. Kann man das nur von der Seite sehen? Interessant. Aber hier sind alle noch drinne. Dann muss das einer gewesen sein, der nicht von uns vielleicht ist oder so. Na, diese Lücken sind's vielleicht, ne? Naja, was willst du machen? Na, wir haben jetzt ganz viele erstmal eingesammelt. Eigentlich, oh, komm, machen wir hier unten noch. Da haben wir 8 mal Mehl. Das packen wir in den Grill und machen da Toastbrot raus, weil das ist ganz wichtig. Wie viel Essen habt ihr hier? Okay, die Beeren sind weg. Und hier sind noch 11 Dingens drin und die nehmen wir dann mal raus. Die sollen mal erst. Ne, die Beeren sollen sie nicht essen. Das ist also verkehrt. Können schon das Toastbrot essen. Aber wir müssten unbedingt zusehen, dass wir im anderen Lager das mit dem Toastbrot auch hinkriegen, ne? Hier können wir, glaube ich, dann noch weiteres Mehl mahlen. Nein, nicht.
Okay, das läuft. Toastbrot wird gemacht. Okay. Gegessen wird hier. Brauchen wir jetzt gerade nichts machen. Wir gehen wieder zurück. Wieso zeigt er mir jetzt hier nicht die Reisemöglichkeit an? Da ist er. Und wir gehen ins Lager zurück, weil wir jetzt Steine dabei haben. Die brauchen wir auch für diese Armbrust, ne? Ich hoffe, das ist dann jetzt gleich keine Verschwendung oder sowas, weil die dann doch nicht so gut ist. Holz kann dahin, das kann dahin. Ah, das hätte im anderen Lager bleiben können, alles. Naja, jetzt ist es halt so. Steine dahin. Noch was. Die können hier noch hin. Da ist ein Ei. Ist vielleicht hier nicht ganz so sinnig. Ach so, weitere Box ist hier. Jetzt haben wir gerade wieder was aufgehoben. Mittelgroße Palsilber, den packen wir dann mal auch rein. Und hier den Frost. Eisdrüse. Das ist erstmal alles gut. Ja, bei den Eiern müssen wir gleich mal überlegen, was wir da machen. Hier nochmal das rein. Da müsste ja auch eins zum Ausbrüten da sein, ne? Kann das sein? Weiß ich jetzt gar nicht. Müssen wir mal gucken. Oder ausgebrütet ist es schon, ne? Ah, ne, oder? Halten, brüten. Also, ja, die Zeit ist auf jeden Fall rum. Ah, da ist jetzt so ein Melpaka rausgekommen. Das heißt, feuchtes Ei oder knisterndes Ei. Ich nehme mal das knisternde Ei. Das habe ich hier irgendwo schon gefunden gehabt, als ich auf Eisensuche war, bevor dieser Angriff war. Hier sind nochmal drei Metall drin und da können wir jetzt noch mehr rausmachen, ne? Neuner. Nicht Escape drücken, ne? Was können wir reparieren? Rüstung haben wir hier kein Leder. Das können wir reparieren. Das können wir reparieren. Und die Armbrust können wir auch reparieren. Da sind aber gleich keine Nägel mehr da. Pfeile werden nicht gemacht. Das ist schlecht. Warte, lass uns hier zu dieser Werkbank noch gehen. Und lass uns da einmal Nägel machen für die Zukunft. Nein, nicht Escape drücken. Und jetzt gehen wir mal hier hin und gucken, wie weit es mit der Armbrust ist. Feuerpfeilarmbrust? Nee, das ist die gar nicht. Und das ist die, ich weiß jetzt nicht. Ach, ich glaube, ich muss das Rezept in der Hand haben, damit das klappt. Kann das sein? Ist das hier? Ja, ich glaube, ich muss das Rezept mit haben, damit ich das sehe, ne? F. Ja, so sieht's aus. Das ist die Armbrust, die legendär ist. Holz, Stein, Metallbarren. Haben wir noch alles nicht. Nägel 33, okay. Antike Bauteile 12. Das werden wir sowieso nicht schaffen. Die antiken Bauteile sind unser Problem. Da brauche ich gar nicht weiter erstmal das andere machen. Da müssten wir erstmal die antiken Bauteile haben. Und hier ist noch ein Megaschild, ungewöhnlich. Fünf antike Bauteile und die Palladiumstücke wären jetzt nicht das Problem. Habe ich jetzt das Schild schon mal gebaut? Das kann sein, weiß ich jetzt nicht. Schauen wir lieber nochmal nach. Mit habe ich es nicht und tragen tue ich es auch nicht. Das heißt, wir sollten mal gerade das Schild bauen. So, was hat das hier? Schild 100. Ein mit Hilfe von Palliumtenue entwickeltes mysteriöses Schild regeneriert sich automatisch, nachdem es einige Zeit lang keinen Schaden nimmt. Okay. Ja, ist vielleicht nicht schlecht, ne? Ah, da oben ist jetzt noch ein Balken dazugekommen mit den 100. Das heißt, bevor unsere Lebensenergie geht, geht wahrscheinlich erst das Schild runter. Ist sehr gut wahrscheinlich. Ja, hier sind Eier drin und hier sind auch die Dingens drin. Damit sie nicht kaputt gehen, ne? So, das heißt, wir können nochmal hier an die Kiste gehen, weil da musste irgendwo nicht hier, sondern an der Kiste wahrscheinlich das Geld noch rein. So, der Rest brauchen wir hier jetzt nicht. Aber warte, nein, nicht Escape drücken. Tab drücken, auch nicht Tab drücken, Kiste drücken, F. Geht das hier rein? Nein, geht's nicht. Schade. Hier nochmal F drücken und dann machen wir den Bauplan hier rein. Ich hatte auch so einen alten Bogenbauplan hier gefunden, ne? Aber das ist kein Dreifachbogen, so wie wir haben. Dreifachschussbogen haben wir hier. Wir haben auch die Armbrust schon. Ich weiß nicht, ob das überhaupt was bringt dann. Das sind wahrscheinlich verschwendete Ressourcen, schätze ich mal. Palseele ist hier nur eine drinne. Ist das denn so richtig? Gibt es woanders? Warte mal. Nein, nicht Escape drücken.
Palsiedel muss es doch woanders schon geben, oder? Seltene Feder. Leuchtende Feder, die von Pals gewonnen werden, erzielen sie beim Händler einen guten Preis. Okay, dann müsste ich die nur verkaufen vielleicht. Ja, Palsaft, ne? Da brauchen wir auch noch was. Hatte Mordrak irgendwie geschrieben, ne? Dass das ein bisschen merkwürdig hält, so ein Palsaft. Guck, da sind nämlich schon vier. Ah, warte mal, dann nehmen wir die mal gerade mit. Da können wir unsere Pals doch vielleicht mit verbessern. Oder wie war das, diese besonderen Palseelen? Lass uns mal gerade reingucken. Wir selber können nicht. Und die Pals können wir dann, ne? 19 ist der Beste hier, ja. Und was kann der? Der hat schon 3 Angriff plus. Wir könnten das noch erhöhen. Nur einmal, oder? Würde ich tatsächlich auch machen wollen, weil die sind doch momentan für mich sehr wichtig, dass die besser werden. Meine Leibstandarte, ne? Okay, da ist nichts. Aber wie weit ist es hier? Da sind 7 drin. Kann ich abbrechen sonst nur. Da ist nichts passiert. Wir können mal hier reingucken. Das war mit den 3 Hörnern hier, ne? Die man da brauchte, glaube, oder? Für was aber? Eiktürksattel. Da sind die 3 Hörner. 5 Leder und Palladiumstücke. Dann könnten wir den Eiktürdier-Sattel bauen. Und vielleicht ist der Eiktürdier ja schneller, ne? Sturmgewehr, da brauchen wir 10 Palladiumstücke. Das wäre natürlich auch interessant, ne? Foxpackgeschirr, das haben wir schon mal gemacht. Handschuhe für den Vogel. Liftmunk, Maschinenpistole. Auch Palladiumstücke. Holzstein und Metallbarren. Ich weiß nicht, was besser ist. Der oder der? 5, 15, 15. 15, 20. Okay, da ist die Aufteilung anders. Hier mehr Stein. Palladiumstücke finden, ne? Können wir doch hier bestimmt machen. 10 Stück, oder? Oder machen wir es? Ne, mehr geht gar nicht. Okay. Dann produziere die mal hier einer. Was macht das Ei? Ist das schon fertig? Ich habe gar nicht geguckt. Sind die Nägel fertig? Ne, auch nicht. Man konnte doch hier gucken. Etwas kühl. Ach, okay. 37 Sekunden. Ei einsetzen könnte man machen. Okay, da müssen wir noch warten. Ist hier was passiert? Auch nicht. Was ist das für ein Geräusch hier mit dem Wasser? Ach so, da wird... die Maschine hier funktioniert mit Wasser. Für die Palladiumbruchstücke, okay. So, haben wir noch was offen? Ich denke nicht, ne? Die können wir jetzt... Wofür waren das Mittel? Die mittelgroße Seele zum Verbessern? Habe ich gar nicht drauf geachtet. Hier gar nicht, ne? Ne, das sind irgendwelche anderen Viecher, die man dann hat, wa? Vielleicht er hier. Vielleicht sollten wir mal gerade die Box öffnen und mal hier den rausschmeißen. Mach den mal dahin und den machen wir gerade dahin. Vielleicht kann ich den damit verbessern, weiß ich aber nicht. Ne, der braucht auch nur das. Da müssen wir den Sattel erst für machen, für den. Nochmal und raus. So, jetzt wieder zurück. Ich nehme erstmal den anderen wieder mit. Der kommt hier wieder rein und der kommt da rein, weil der ist schon fürs Abbauen wichtig, ne? Da vorne liegt noch ganz viel Holz vom Baum, aber das hat wahrscheinlich auch der Eiktürelch da dir gemacht. Da rechts ist er ja schon am Bei. Lass mal gerade gucken, ob respawned ist das Eisen. So, Traglast müssen wir gucken, dass wir die höher kriegen. Das ist ganz wichtig, damit wir mehr Eisen sammeln können, ne? So, die 2 sind fertig. Wie viel können wir machen? 12, okay. Produziere das auch.
Die Nägel werden nicht gemacht. Hier sind die Palladiumstücke fertig. Das heißt, wir müssten jetzt hier was machen können. Aber ich wollte die Steine fehlen uns jetzt. Okay. Kleine Maschinenpistole Glyphmonk. Ermöglicht es ihm, sich bei Aktivierung der Partnerfähigkeit auf deinen Kopf zu setzen und dir damit Schützenhilfe zu geben. Und das andere ist, kleines Sturmgewehr für Tanzi. Ermöglicht es dir dann, zu Aktivierung der Partnerfähigkeit der Gegner in der Nähe damit einzureizen. Das ist eigentlich grob wie gesprungen, ne? Palladiumstücke sind gleich. Da geht es um mehr Holz. Da geht es um mehr Stein. Metall ist immer gleich. Ich nehme jetzt einfach den, weil er ausgeglichener ist vom Material her. Dauert ewig, bis er fertig ist. Das muss wer anders machen, denke ich. Kommt auch keiner helfen. Nee, das mache ich jetzt nicht. Das dauert zu lange. Eine Runde durch Wolle. Und dann ausladen. Das Ei kann jetzt auch hier rein. Palladiumstück da rein. Eisenerz da rein. Seile da rein oder Fasern. Und die vier Barren auch. Dann sind wir hier erst durch. Gehen an eine dieser Kisten. Ich glaube, die linke war für die Eier. Naja, da kann das Ei erst noch rein. Obwohl das, nee, können wir gleich mitnehmen. Das eine muss fertig sein. Aber hier packen wir gerade die Sphären rein. Ja, das ist erstmal hier gut. Dann gehen wir mal gerade das Ei auspacken, ne? Halten zum Brüten. Und wer kommt da raus? Dazzy. Dazzy hatten wir noch. Ist oft nett zu seinen Pals. Sobald sich einer davon aber fälschlicherweise mehr ausmalt, hält sich das Missverständnis mit einem berührgezielten Blitzschlag direkt wieder auf. Okay, und dann packen wir das Ei da rein. So, jetzt müssen wir uns Dazzy, oder wie sie hieß, angucken, ne? Wo läuft denn die rum? Nirgendwo. Die ist ja erstmal hier erstmal drin, oder? Gucken wir uns die erstmal an. Wo ist sie? Da. Okay, muss ich draufbleiben. Ne, doch, muss ich draufbleiben. 542 Energie, 150 ist sie geil, 100 Punkte ist klar, Angriff 107, 56 ist nichts Besonderes, Luftkanone 25 und freie Slots gibt's da. Momentan würde ich sagen, für mich nicht relevant. Macht Strom, macht Handwerk und kann transportieren. Kann da im Ding erstmal drinnen bleiben. War nix mit dem Pal hier. Genügsam ist er, das ist das Einzigste. Oh, hier ist noch ein Platz frei, den wir nicht gemacht haben. Eigentlich ein Fox, ne? Damit die Barren schneller fertig werden und das Essen und so weiter. 3. Warte, wir können das mal hier nach Level sortieren. Ah, die sind alle so schlecht. Pack den da rein. Ja, dann haben wir noch einen, der das machen kann. Gut, alle sind am Schlafen, dann gehen wir gerade auch schlafen. Macht vielleicht Sinn. Quark, quark, quark. So, das heißt, Pfeile hat auch noch keiner gemacht. Wie viele Pfeile haben wir? 66 ist auch nicht gerade das meiste. Da hat sich auch noch keiner dran begeben. Ist das Ei über Nacht jetzt fertig geworden oder zählt die Zeit dann nicht runter? Die Zeit zählt dann wohl nicht runter, okay. Ja. Ich glaube, wir springen mal gerade ins andere Lager. Das war verkehrt. C ist richtig. Knapp daneben ist auch vorbei, ne? Vielleicht sollten wir im anderen Lager auch eine Mühle machen und hier ein Ding ins Feld. Sag schon. Ein Weizenfeld, ne? Weil ist doch vielleicht besser, wenn die sowas hier essen. Wie viel Essen haben wir denn noch? 17, okay. Und die zwei Brote, naja, da werden wir erstmal überleben können mit.
So, das Tor ist ja da. Der Zaun ist auch nicht mehr der beste, aber lassen wir jetzt auf, weil wir müssen das anders bauen. Das hat so keinen Sinn, denke ich. Diese paar Dingens trägst du so schwer, alles klar. Okay, hier haben wir ganz viel, was die abgebaut haben. Ist hier noch mehr? Hier ist noch Getreide. Komm, dann sammeln wir hier gerade ein. Da ist noch einer. Erhalten und können wir da Neues machen? Ja. Nur sieben, okay. Was soll hier produziert werden? Aha, guck mal, die haben wir schon normales Schild gehabt. Das ist, wenn man zu viele normale Werkbänke hat, ne? Naja, dann ist das halt so. Kann man noch was Interessantes machen? Nicht wirklich, ne? Reparieren wir noch was? Haben wir keinen Metallbarren für, aber hier haben wir wieder Leder, dann können wir das hier reparieren. Gut. Ja, da hinten wird auch abgebaut. Da hinten ist das Eisen, das nehmen wir jetzt mit. Ich baue das jetzt ganz ab, weil dann spawnt das besser. Ich schmeiß dann lieber hier was hin. So, das ist erledigt. Und jetzt gehen wir hier rein. Schmeißen einfach die Steine hier raus, oder? Können wir dann wieder laufen? Nee, noch nicht. Ach so, das müssen wir mit Shift-Taste machen. Nehmen wir nochmal. Jetzt geht's. Gut. Nehmen wir mit. Und gehen wieder ins andere Lager erstmal gerade. Das ist fertig. Produktion bitte beginnen. Ihr seid ja jetzt zu zweit. Jetzt muss das schneller gehen. Jetzt können wir hier nochmal. Können wir nicht, weil uns fehlt ja der Plan dann, ne? Das können wir hier lassen. Das hat ja sowieso wieder fehlgelaufen. Und das hätte ich da hinten wegbringen können. Ach, lass erst so. Gucken wir gerade jetzt hier nochmal rein. Das war die Armbrust. Metallbarren 67. Wir haben 54. Das reicht immer also noch nicht. Gut. Den wieder hier rein. Dann an die Kiste und noch den Rest weglegen hier gerade. Die Barren können da auch rein. 54. Der Rest ist okay. Warte, im Kühlschrank waren noch Eier drin. Dann packen wir uns doch ein paar Eier mit. Und die können wieder rein. Und dann die Eier bitte hier unten rein. Dann haben wir was zum Zwischendurch essen. Das Snacken ist ja ganz wichtig. Da ist noch nichts gebaut worden. Können wir hier was fertig machen? Stein fehlt tatsächlich. Hat keiner gemacht. F. Reparieren. Gut. Was war das? Das ist das Sturmgewehr. Ja, ich würde sagen, wir machen erst hier einen Cut. Ich mache dieses Sturmgewehr hier fertig, weil macht ja keiner. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.